Schönen guten Tag, Leute. Willkommen zu diesem Video. Es ist mal wieder ein Edgar-Teil. Im Moment habe ich ja dank Marcel so einige Sachen für Edgar. Und somit können wir die Zeit, die ich jetzt habe im Moment, da nutzen, die Sachen halt zu verbauen. Wie angekündigt, will ich jetzt erstmal alles, was ich liegen habe, verbauen. Vor 2 Tagen habe ich den Ascona komplett gemacht, die Sachen, die ich so liegen hatte. Also komplett gemacht, soweit ich die Sachen hier hatte. Jetzt machen wir mit Edgar weiter. Ja, und dann mal schauen, was noch so kommt. Nö? Also, Stoßstange liegt da, weil das ist das Erste, was ich tauschen möchte. Weil das war ja so in der Abstimmung gewünscht. Umrüstung auf Nebelscheinwerfer, das wird auch erstmal umgebaut. Dann können wir uns nämlich mit neuen Abstimmungen für Kühlergrill und sonst so, weil die Front ist ja dann anders mit dieser Stoßstange, damit dann beschäftigen mit den weiteren Umfragen. So, ja. Leider war... Leider ist die Stoßstange in nicht so einem mega geilen Zustand. Kann man Marcel keinen Vorwurf machen. Diesmal so, wie sie ist. Und überhaupt nur eine zu bekommen, eine unlackierte Facelift-Stoßstange für Nebelscheinwerfer, ist auch nicht so einfach. Problematik, was mir Marcel aber sofort gesagt hat und was ich jetzt nicht als Problematik ansehe unbedingt, ist, dass ein Halter ab ist. Und der hatte... Der Vorbesitzer, wer auch immer, hat schon mit Schrauben das versucht anzudübeln. So wird es original aussehen. So sieht es im Moment aus. Warum der Halter nicht dran ist, keine Ahnung. Somit müssen wir den Halter von der Originalstoßstange, das sind Nieten, denke ich mal, müssen wir dann abbohren und hier dran befestigen. Ich schraube und klebe es fest. Ich habe ja hier Schweißnaht aus der Flasche, 2 Komponenten, Kleber etc. pp., somit das jetzt auch hält. Das ist die eine Problematik und allgemein war die Stoßstange in einem sehr schlechten Zustand von der Optik. Ich habe sie schon so gut es geht aufgehübscht. Hier haben wir noch ein bisschen Dreck. Sie sah wirklich extrem schrecklich aus. Weiß, blass, verkratzt sehr häufig. Ich habe so viel versucht rauszuholen, wie ging. Erstmal mit APC-Cleaner den Schmutz runter, dann geföhnt. Dann mit Kunststoffpflege behandelt und dann habe ich ein paar Stellen entdeckt, die nicht so schön waren. Hier sieht man leider auch wieder, dass angelaufen ist. Da muss man nochmal mit Föhn drüber. Hier gibt es nämlich ein paar Stellen, die man noch nachbehandeln muss. Hier, die weißen Stellen mit Föhn. Dann wurde mal irgendwas angeknutscht, was man hier sieht. Das habe ich schon versucht mit 800 Schleifpapier rauszuschleifen, was relativ gut ging, aber mehr geht hier nicht, dann greife ein Material so sehr ein, also man kann es rausschleifen und dann versuchen mit dem Föhn wieder die Struktur hinzukriegen, was auch ging, aber das hat es hier einbrannt und es waren sehr viele, warum das so war, keine Ahnung, Farbflecken auf der Stoßstange, hier komplett verteilt, wie auch hier war blaue Farbe, welches in Kunststoff eingezogen ist, ich habe es eigentlich wegbekommen, eben auch durchschleifen und nochmal den Föhn drüber. Man sieht aber hier über Kitchen, genauso wie hier. Also die Stoßstange ist in einem nicht sehr guten Zustand. Wir haben schon viel rausgeholt. Ich werde jetzt nochmal behandeln sie, weil man sieht ja hier überall, dass es wieder weiß anläuft. Also ich werde nochmal mit dem Föhn nochmal drüber gehen. Also die jetzt nochmal reinigen. Ein bisschen Schmutz ist ja wohl rausgekommen, jetzt liegt es auch wieder ein paar Tage. Nochmal reinigen komplett. Weil ich nur ausbürste mit einer Bürste, dass man vielleicht intensiver hinkriegt. Nochmal föhnen. Ich werde jetzt nicht die Stellen nochmal hier schleifen, weil ich habe die Befürchtung, dass wir sonst die Struktur, man sieht ja hier die Struktur, ne, dass wir die Struktur sonst ganz kaputt machen durch Schleifen. Da habe ich hier nur so ein glattes Ding, was auch doof ist. Dann nochmal föhnen, wie gesagt. Und dann nochmal Kunststoffpflege. Als Kunststoffpflege verwende ich, weil ich davon jetzt eine fette Flasche habe. Gehen Sie mal weg. Hier von Armor All. Tiefenpfleger Seidenmatt. Da ist eine riesen Flasche, die ich umgefüllt habe in dieser, weil die kaputt war. Das werde ich dann nochmal behandeln. Damit. Vielleicht gehe ich dann auch nochmal mit dem McQuires Zeug. Ja, es sieht ein bisschen wild aus, das Regal. Muss ich mal mit dem hier auch nochmal drüber. Und mehr können wir nicht rausholen. Also, ich habe leider keine Aufnahme, wie sie vorher aussah. Oder ich glaube, man sieht sie in dem Video, in dem letzten Edgar-Teil, wo ich die Samen bei Marcel geholt habe. Die sieht schon 1000-mal besser aus.
Vielleicht finden wir ja in Zukunft eine sogar neue, was ganz cool wäre. Man kriegt neue Stoßstangen ohne Probleme, ohne Nebelscheinwerfer. Und selber rausraspeln, die Löcher möchte ich nicht unbedingt. Ja, das wird dann jetzt... Aber es muss jetzt, ja, ich sag mal so, ich muss jetzt nicht sofort eine neue haben. Die Originalstoßstange von Edgar, die drauf ist, hat auch ein paar Kampfspuren. Aber für später würde ich mir schon wünschen, eine Stoßstange im besseren Zustand. Damit so hier die ganzen, weil das ist ja heftiges Material reingeratscht. Wie auch eben diese Kampfspur hier unten. Ja, dann kann man überlegen, ob man die dann Marcel einfach zurückgibt. Je nachdem, ne, wenn er die wieder haben möchte oder einfach verkauft an jemanden günstig. Muss man dann überlegen. Oder sich auf Lager legt für Notfall, man weiß es nicht. Hier zum Beispiel, da ist auch so eine heftige Kitsche. Zierstreifen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ja von einem User geschenkt bekommen. Das habe ich nicht mehr leider und nicht mehr genug davon. Deswegen habe ich mir jetzt bei Amazon eine Rolle bestellt. Die ist auch heute gekommen, aber ich bin an der Halle. Aber das kann man später aufklären. Wie gesagt, ich muss hier noch nachbehandeln. Ja, und dann kommen jetzt noch die Nebelscheinwerfer drauf. Das zeige ich aber im Moment noch nicht, weil ich da was Spezielles vorhabe. Das seht ihr dann, wenn es fertig ist. Und dann zeige ich es dann komplett. Also, wie ich die gereinigt habe, habe ich ja gerade erklärt. Ein Video mache ich jetzt nicht mit Schnelldurchlauf oder so ein Gedöns, weil das habt ihr eigentlich schon in alten Edgar-Teil gesehen, wie ich die Stoßstangen aufbereitet habe. Also mit reinigen, föhnen, Zierstreifen tauschen und sonst was. Das müsst ihr jetzt nicht nochmal sehen. Ja, wir sehen uns dann, ich würde sagen, wieder, wenn ich die soweit fertig habe. Oh Leute, das ist das Beste, was ich rausholen konnte aus Stoßstange. Mehr geht meiner Meinung nicht. Aber ich würde mal sagen, das kann man erstmal mitleben. Wie gesagt, Zierstreifen ist, habe ich gerade Benachrichtigung bekommen, ist angekommen, liegt im Briefkasten, wird dann nächste Woche montiert. So, jetzt machen wir Nebelscheinwerfer rein und wenn ich die drin habe, will ich mal sofort eure Reaktion hören, was ihr davon haltet. Genudelt ist es, wollt ihr sehen, ich find's geil. Dazu aber noch gleich ein paar Worte anschauen. Und das ist jetzt die Stoßstange. Ja, ich glaube, den geneigten Zuschauer wird jetzt auffallen. Moment mal. Gelbe Nebelscheinwerfer, die gab's da nicht. Ich meine, es gab original auch gelbe Nebelscheinwerfer zu kaufen, aber die sind mittlerweile so selten, keine Chance. Diese Nebelscheinwerfer, und jetzt kommen wir zu diesem Hinweis, sind foliert. Ist eine Folie drauf. Euch werden die Hände abfaulen, wenn ihr das nachmacht, denn es ist illegal. Das ist mir bewusst. Wenn etwas passieren sollte in Form von Polizeikontrollen, ist es meine Verantwortung und auch mein Geldbeutel, mein Punktekonto. Es liegt in meiner Verantwortung, muss jeder selber wissen, aber ich fand diesen Look der gelben Nebelscheinwerfer einfach beim Edgar mit den orangen Blinkern, es ist Facelift, aber mit den orangen Blinkern noch immer oldschool oder mit den Rückleuchten. Ich finde dieses Gelbe einfach nur oldschool geil. Und ich habe mir gesagt, wenn ich Nebelscheinwerfer montiere, dann werden sie gelb. Da gibt es natürlich mehrere Varianten von, wie gesagt, folieren über sprühen. Sprühen wollte ich nicht, weil kriegt man schlecht ab. Deswegen ging es zur Folie. Sind relativ gut geworden. Ich sage aber ganz offen, wenn jemand genauer hinguckt, der sieht, die sind foliert. Vor allem hier die Kanten sieht man dann vielleicht mal, dass hier die Folie so ein bisschen, dass da Folie ist. Wie gesagt, ist meine Verantwortung. Wie das funktioniert, habe ich bewusst nicht gezeigt, weil A, ich kann es nicht so toll und B, ich möchte euch das nicht unbedingt was illegal zeigen. Und C, es gibt genügend Videos über das Thema. Allein im Kartell beim Kollegen Kartech und bei Patricks Garage. Nicht mehr BMW-Kanal, hat sie auch mal. Also gibt es coole Videos, wo das erklärt wird. Beide sind unten in der Beschreibung. Folie kostet eine Rolle, die habe ich auch nur gebraucht, weil sie nicht groß, 5 Euro versandkostenfrei aus dem eBay. Ganz, ja, man braucht einen Heißluftföhn, Spachtel, viel Zeit und dann läuft das schon, dann geht das schon. Also ich finde, es sieht richtig geil aus.
passt zum Auto. Leider habe ich auch das Gefühl, irgendwas ist mit dieser Stoßstange nur immer nicht in Ordnung, weil hier sitzt der Nebelscheinwerfer eigentlich sehr gut drin. Und hier wirkt der, dass der reingefallen ist. Ich glaube, der hatte mal hier einen richtigen Bums. Deswegen ist die Halterung auch nicht mehr so 100% von der Stoßstange. Ich sag ja, die Stoßstange ist leider nicht perfekt. Aber jetzt fürs Erste, um zu gucken, wie die Optik ist, die Verkabelung zu machen, etc. pp., reicht die locker. Wir werden uns mal in Zukunft nach einer anderen umschauen. Auch wenn diese Krise vorbei ist, dann ist nämlich auch mehr hiervon da und man kann sich darum kümmern. Ich bin Marcel tausendfach dankbar, dass er mir die Sachen gegeben hat, die er noch hat. Also nicht verstehen, dass das Jammern ist, so, Leute, der hat mir so eine Scheiße gegeben und ich muss noch hier zurechtkommen. Nein, ich bin ihm riesen dankbar, dass er mir diese Sachen gegeben hat. Man kann jetzt eigentlich die Sachen ausprobieren, umsetzen und verbessern kann man ja auch immer später. Irgendwann wird eine Stoßstange auftauchen, die vielleicht besser ist, oder sogar eine neue, dann hole ich die und gut ist. So, also ich finde Schweine geil. Ihr könnt ja drunter schreiben, was ihr davon haltet oder ob ihr das kacke findet. Man muss es am Auto sehen, aber ich kann euch sagen, es sieht geil aus. So, im nächsten Schritt werden wir jetzt mal eigentlich die Stoßstange tauschen, dann könnt ihr euch nicht am Auto sehen und mal überlegen, wie wir die Verkabelung machen, gucken, ob Edgar vielleicht schon die Kabel liegen hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, sonst müssen wir selber einen Kabelbaum bauen. Wir haben ja diese Stecker hier, ich habe diverse Kabelbäume liegen, dann können wir uns selber einen Kabelbaum bauen oder ich kaufe mir die Stecker, die gibt es auch einzeln, die Gegenstücke und dann bauen wir selber Kabelbaum. So, das war das jetzt. Wir sehen uns wieder, wenn Edgar auf dieser Bühne ist.